Wo sind wir denn hier? Klingt nach einem Filmset. Und worüber sprechen wir heute? Über Kunst und über christlich sozialisierte Menschen. Macht Sinn. John? Can you see them too? Yeah, herzlich willkommen bei Folge 15 von Ach Johann. Das ist ein Podcast von Central Arts. Hier geht's um Kunst, hier geht's um Glaube. Right. Und in dieser Serie geht's auch um Bücher. Im Gespräch machen wir uns auf an die äußeren Ränder, da wo sich Popkultur und Glaube und auch Literatur treffen. Hi. Hoi. Wie geht's? Gut, dir? Auch. Es ist nach unserer Einführung ja die erste Folge, wo wir uns einem oder mehreren Büchern widmen. Und bisher haben wir eigentlich immer ein Zitat oder eine These eigentlich formuliert und das laufen lassen zu Beginn des Podcasts. Aber das Mal machen wir das ein bisschen anders, ne? In der ganzen Serie, weil wir ja Bücher gelesen haben. Wir sind sehr belesen. Wow. Das wollen wir immer wieder jetzt auch betonen. Mhm. Das können wir wirklich gut und machen wir wirklich gerne. So, fertig. Wahnsinnig intelligent. Lassen wir doch einfach die Bücher für sich selber sprechen. Und wir haben gesagt, wir wählen immer ein Zitat aus, ohne das mit dem anderen abzusprechen. Und wir versuchen das eigentlich möglichst unkommentiert einfach so stehen zu lassen. Es wird mir nicht gelingen. Es wird mir eh nicht gelingen. Also diese Zitate sind wirklich aus diesen Büchern und sie sind random. Ne? Ach so, das ist der Anfang. Bring mal eins. Soll ich mal eins bringen? Geht so. Romane, die besten von ihnen sind Lügen. Kann irgendeinem Kind Gottes dadurch in seinem geistlichen Leben geholfen werden? Bestimmt nicht. Unser Rat ist daher, überhaupt nichts mit der Fiktion zu tun zu haben. Lies das Wort Gottes und denk darüber nach. Oh, wow. Okay. Ich stehe 100% dazu. Wollte ich jetzt gerade fragen, das ist deine Meinung? Ist meine Meinung, ganz klar. Okay. Ironie. Off. Voll. Okay. Ich habe auch was mitgebracht. Okay, Achtung, hör gut zu. Lass mal hören. Wir kennen mehr Popsongs als Kirchenlieder, mehr Filmhandlungen als biblische Geschichten. Man hört Filmregisseuren, Rockstars oder Schauspielern viel bereitwilliger zu als Predigern und Theologen. Na gut. Du hast einfach zu wenige gute Predigten gehört, ne? Das ist ja nicht meine Meinung. Ich habe nur zitiert. Also wir werden unter anderem diese Zitate ein bisschen in den Kontext stellen, in der nächsten knappen halben Stunde. Und die Frage, die wir jetzt in dieser Folge eigentlich ein bisschen bewegen, ebenso die Christenmenschen und die Kunst. Also die Frage, die uns ja eigentlich schon auch seit Jahren jetzt begleitet, nicht unbedingt eigentlich beschäftigt, aber begleitet, weil sie immer wieder an uns herangetragen wird, ist so, weshalb muss man den Christen überhaupt die Kunst erklären? Das würde mich schon auch interessieren. Ja, also es ist ja vielleicht eben auch so ein absoluter No-Brainer für gewisse Leute. Also Kunst ist einfach Kunst, mach's doch einfach. Aber es geht immer ein bisschen eben auf die Frage zurück, weshalb müssen irgendwie sich Christen überhaupt mit der Frage beschäftigen, weshalb wir überhaupt Kunst machen oder wie Kunst machen. Aber Tatsache ist, für viele ist das tatsächlich eine Frage. Und ein Autor, der sich diese Frage angenommen hat, ist Steve Turner. Für all diejenigen, die einfach zuhören, bringt das, was ich jetzt hier mache, gar nichts. Den anderen halte ich das in die Kamera. Imagine von Steve Turner. Ich habe zufällig dasselbe Buch hier. Es ist ein hässliches Cover. Mega hässlich. Hässliche Farben. Rührt daher, dass es so um die 2000 herum geschrieben wurde. Vielleicht noch zu sagen gilt es, dass der Steve Turner eigentlich so auch in fast im selben Anliegen eigentlich noch ein weiteres Buch geschrieben hat. Das heißt Cool, Christlich, Stylisch. Es ist der behämmertste Buchtitel, den ich wirklich weit herum irgendwie gelesen habe. Also er hat ganz schlechte Verleger, wenn es um den deutschsprachigen Raum geht, was Cover-Designs und was Titel angeht. Weil das, also cool, christlich, stylisch, hip, fromm, mega toll. Ist jetzt wirklich ein ganz behämmerter Buchtitel. Oh, okay. Aber sein Inhalt
Ist gar nicht schlecht. Wollte ich gerade fragen, deine Strategie ist einfach großzügig, das Visuelle und den Titel zu ignorieren, oder? Natürlich. Okay. Es macht ja auch Spaß, vordergründig schlechte Bücher in die Hand zu nehmen und dann zu entdecken, dass die eigentlich wahnsinnig gut sind. Also weshalb finden wir den Steve Turner interessant? Ein bisschen im Background zu ihm. Er war in den 70ern mit den Stars, ich wollte sagen mit den Star Wars, nee, aber mit den Stars unterwegs, also wirklich mit den Stars. Mhm. Er hat Bowie, die Beatles, Rolling Stones aus nächster Nähe erlebt. Also die haben wirklich auch intimste Details mit ihm geteilt, waren freundschaftlich mit ihm verbunden, sind es bis zum heutigen Tage, diejenigen, die noch leben. Und da hat er hat ihm geschrieben für ein britisches Rockmagazin, war als Autor tätig, Schriftsteller, auch als Dichter und war so eigentlich so eben 70er, 80er, 90er und dann auch später noch in dieser eigentlich weitestgehend Rock- und Pop-Szene unterwegs und war da eine Stimme. Und da hat er sich natürlich schon ganz interessante Gedanken gemacht. Ich würde sagen, unterm Strich, lest das Buch, weil er stellt gute Dinge fest, nämlich so eine ungesunde Spaltung zwischen dem Religiösen und dem Alltäglichen, was er dann eigentlich versucht auch aufzulösen. Also so eben die ganze Thematik, wie dualistisch sind wir eigentlich da unterwegs mit Religiösem und Alltäglichem. Und unter dem Strich, glaube ich, war sein Anliegen immer, Christinnen und Christen zu ermutigen, diejenigen, die künstlerisch tätig waren, einfach ihr Ding zu machen. Also eigentlich aus einer glaubenden Perspektive heraus. Oder mit dem Glauben als Fundament dann Kunst zu machen. Mit dem Triggerwort christliche Kunst, oder? Also dem hat er sich ein bisschen angenommen. Gibt's das eigentlich? Was ist das? Das wäre eigentlich so der Background zu dem ganzen Buch. Sollen wir mal mit eintauchen? Also eben, wir haben es gelesen. Wir haben ja schon mal von ihm gesprochen, ja, oder? In den Folgen davor. Ja. Oder in den ersten paar Folgen, ja, haben wir uns ein paar Nuggets da rausgeholt. Und jetzt einfach mal so ein bisschen umfassender noch das ganze Buch gelesen. Oder? Genau. Mhm. Ja, und nicht erst jetzt natürlich. Es ist so ein bisschen, war für uns zu einem gewissen Zeitpunkt, war das prägend. Wir haben es gelesen, wir haben es gefressen, wir haben es umgesetzt. Wir haben versucht, wirklich das auf unsere Situation zu adaptieren. Also der Turner, würde ich sagen, für mich persönlich auf eine Wegstrecke jetzt so für Glaube und Kunst war es ein wichtiger Wegbegleiter. Du hast mir das ja, glaube ich, vor 5, 6 Jahren als Pflichtlektüre, eigentlich war das die Einstellungsbedingung, ja, irgendwie das zu lesen. Gell? Da habe ich es mir schon mal, oder da habe ich es schon mal in die Hände genommen und jetzt natürlich auf heute hin sehr, sehr konzentriert und nochmal richtig durchgelesen. Aber ja, begleitet uns schon lange. Ich bringe gerne was. Ja. Ja, lass mal hören. Also du hast es ja zum schon Beweis, dass du es gelesen hast. Ja, oh wow. Du hast es ja schon angetönt. Also etwas, was er, finde ich, der Turner ganz gut umreißt, ist dieses Grundproblem in unserer Denke vom Dualismus, vom dualistischen Denken. Das hast du ja schon jetzt erwähnt in der Einleitung. Mhm. Das, finde ich, macht er sehr treffend, auch sehr entlarvend, wie das so in der christlichen Lebenswelt leider immer noch oder viel zu oft vorkommt. Manche Menschen, ich zitiere ganz viel, manche Menschen glauben, dass man Gott nur dann verherrlichen kann, wenn man etwas Religiöses tut. Mhm. Kommt wahnsinnig plump daher, dieses Zitat. Aber ich habe es ausgewählt, weil es einfach noch zu oft so ist, ja, finde ich. Also plump kann man sagen, sind wir schon lange drüber, aber begegnet mir noch viel zu oft das dahinterliegende Denken, dass eben in allem anderen dann der Gott nicht drinsteckt. Ja, mal also ganz in allem anderen, so in dem Trivialen, im Alltäglichen. Genau, ja, das führt er ja dann auch aus. Der Turner nimmt diese Stelle im 1. Korinther 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Finde ich immer spannend, das kann man ja so hören mit dem Appellohr, oder? Man kann daraus so einen Druck lesen. Tu was. Ja, immer wenn ich, ja, jetzt muss ich auch noch, wenn ich die schönen Dinge tue im Leben, also wenn ich esse und das Leben genieße, muss ich jetzt auch noch irgendwie an Gott denken. Würdest du bitte ein bisschen heiliger essen? Danke. Genau. Ja, wobei, das sollten gewisse Leute eigentlich hören. Das sich zu Herzen nehmen. Also, oder so, das kann man so hören, aber man kann es ja auch total entlastend hören und ganzheitlich. Also ja, ich versuche das so zu hören. Nee, das sagt ja auch aus, in allem, eben auch im Alltäglichen, im Trivialen, wie du es benennt hast, im Essen, im Trinken, im Leben, im Montag, ja, steckt
meine Anbetung steckt Göttliches drin, was auch immer. Und das, finde ich, schält er ganz wunderbar raus. Also diese keine Unterscheidung machen zwischen Sonntag und Montag. Ja. Ob ich jetzt singe und eine ganze Gemeinde anleite im Lobpreis oder ob ich an der Bettkante mit meiner Tochter singe am Ende des Tages, spielt, also es ist am Ende dasselbe, oder? Ja, genau. Also es, woher die Unterscheidung zwischen... Ja. Jetzt bete ich auf dem Gebetsschemel und jetzt mache ich E-Mails und so weiter. Mir ist noch in den Sinn gekommen, dass die Rebecca Watter das wunderschön poetisch ausgedrückt hat in dem Film, wo wir gerade dran arbeiten. Alles, was ich bin, sagt sie, und tue, soll von Gott erzählen. Mhm. Das finde ich wunderschön poetisch ausgedrückt. Das wäre ja die Alternative, zu sagen, nee, alles, was ich tue, was ich bin, soll von diesem Gott erzählen oder soll hinweisen darauf. Okay, dann könnte man jetzt eigentlich sagen, okay, alles, was wir machen als Christinnen und als Christen, das ist christlich. Und dann hat man aber jetzt das ja noch nicht aufgelöst. Also was heißt denn jetzt das? Was, also kann man das denn jetzt irgendwie definieren, christlich? Was heißt christlich? Ja, und könnte man auch sagen, oh, Kunst, es gibt die christliche Kunst. Also oder wie geht dann Turner darauf ein? Ja, ich habe zwei Zitate mitgebracht, die das ein bisschen behandeln. Eines ist nicht von ihm, sondern er zitiert einen anderen Typen, T-Bone Burnett, der schreibt das wunderschön. Du kannst Lieder über das Licht schreiben oder darüber, was du aufgrund des Lichtes sehen kannst. Mhm. Das ist für mich Ausdruck von deiner Frage. Also du kannst eben das benennen, du kannst dich der christlichen Symbole bedienen oder explizit sein in deiner Ausdrucksweise. Mhm. Oder du kannst eben das, was du aufgrund des Lichtes siehst in dieser Welt, wie deine Perspektive auf das Leben ist, du kannst das zum Ausdruck bringen. Mhm. Und diese Offenheit zu haben für diese zweite Variante mhm. der Dinge, finde ich ganz, ganz wichtig. Oder lese ich daraus. Mhm. Und dann noch ein Zitat direkt von ihm. Ich lasse es mal laufen. So wie er es dann zusammenfasst. Mhm. Ja, gerne. Ich glaube, dass Christen eher vom Evangelium beeinflusste Dichtung schreiben sollten, als Poesie über die Religion. Da haben wir es, ne? Da haben wir es. Das habe ich natürlich gewählt, weil es eine Präferenz zeigt, die mir sympathisch ist. Mhm. Was denkst du dazu? Ja, unbedingt. Also eben, wenn wir jetzt ein bisschen kernig werden wollen, und das möchte ich eigentlich bei diesem Thema immer, christliche Kunst gibt es nicht. Das ist einfach, ist eine verkürzte und auch eine wahnsinnig langweilige Diskussion. Ist so. Und Definition, das wollte ich eigentlich sagen. Und Leute, die der Ansicht sind, es gibt, man kann das definieren und christliche Kunst sei was Besonderes. Ihr dürft das gerne glauben, aber eben, ich persönlich finde es wahnsinnig langweilig. Also ich finde es eine, ja, wirklich eine ganz schlechte Definition. Also. Er hat ja ein ganz tolles Modell mit den Kreisen, davon haben wir schon mal ausführlich hier gesprochen, dass das wunderbar zeigt, finde ich, oder? Ja. Also seine Vorstellung, dass es eben das nicht gibt, dass es inexistent ist. Das mit den Kreisen hat dir ja auch geholfen auf deinem Weg, oder? Voll. Erzähl kurz was dazu. Ja, Turner-Kreise eigentlich, also Kunst. Es gibt Kunst natürlich, die sich zum Beispiel per se mit dem Kreuz befasst. Zum Beispiel eben in unseren Gottesdiensten. Und dann geht es aber weit raus, also bis zu eigentlich der Kunst, die einfach für sich selbst ist. Nonsens, Kunst. Und da drin ist eigentlich über unsere Überzeugung, unsere Art, wie wir das Leben anschauen, ist ja überall drin. Die steckt einfach drin. Deshalb eben ist das dann die Definition, es gibt nicht christliche Kunst. Also ich sage das gerne nochmals, auch dass sich ein paar Leute aufregen können. Christliche Kunst gibt es aus meiner Sicht nicht. Und sollte es sie geben, finde ich sie langweilig oder zumindest begrenzt. Sie hat zu christliche Motive, sage ich mal, die haben zu einem gewissen Punkt natürlich eine Berechtigung. Aber wenn das Einzige ist, was wir künstlerisch als Christinnen und Christen machen dürfen und sollten, dann finde ich es einfach nur langweilig. Mhm. Ja, möchte ich da einfach gerne mal festhalten. Und für mich, weshalb ich das ja sage, ist eigentlich einfach unser Denken, das dahinter liegt. Also ist Gott denn eigentlich denn nur am Religiösen interessiert oder wirklich an allen Facetten unseres Alltags, unseres Lebens, dem, was wir tun, was wir denken. Und das kommt in unserer Kunst natürlich zum Ausdruck. Ich habe auch ein Zitat mitgebracht, das mir in diesem Zusammenhang, das ist jetzt nicht aus dem Buch, aber das finde ich wahnsinnig schön ausgedrückt. Es kommt vom Diözesanbischof von Innsbruck, Bischof Hermann Klettler heißt er.
finde es ein wahnsinnig guter Typ. Er ist Bischof, ist aber auch Kunsthistoriker und er setzt sich für Kunst in der Kirche ein und er fragt Folgendes. Ich bin nicht Bischof, um die Leute zur Kunst zu bekehren. Wenn sich Möglichkeiten auftun, dann setze ich mich für zeitgenössische Gestaltung ein. Wenn dadurch auch vermittelt werden kann, dass in der Kirche alle großen Themen zwischen Himmel und Erde Platz haben, auch die nicht frommen, dann stellt sich ein Mehrwert ein. Genau. Oder in einer Frage formuliert, haben alle Themen zwischen Himmel und Erde bei uns in der Kirche Platz? Und Kunst kann eben helfen, das zu veranschaulichen, dass wirklich alle Themen Platz haben. Hoffentlich. Haben sie das. Genau. Ja. Eben zurück aber zur Frage, die sich mit der Lektüre ein bisschen stellt. Also weshalb überhaupt schwurbeln wir um dieses Thema rum? Ist es nicht schon längst klar? Ist es nicht einfach ein No-Brainer? Steh auf morgens, wenn du kreativ bist, mach Kunst. Eigentlich wirklich egal, was du denkst oder wie dein Glaubensleben aufgestellt ist. Weshalb brauchst du eine Legitimation, um Kunst zu machen? Und da finde ich zumindest, also diese Frage stellen wir uns ja auch. Also ist es wirklich noch ein Thema? Wir haben oft das Gefühl, also für uns ist das Thema längst durch. Wir müssen es auch nicht mehr thematisieren. Und doch merken wir natürlich in unserem Alltag, wenn wir mit ganz vielen Kreativen so in der Schnittstelle von Popkultur und Kirche unterwegs sind, kommt die Frage doch immer wieder. Erstaunlich eigentlich. Und da darf man ja sagen, okay, dann liest doch einfach Steve Turner, der hat dir da ein paar gute Antworten. Ist einfach so. Also ich finde zum Beispiel das Thema, was er aufgreift, so die ganze Geschichte, die gemeinsame Geschichte von Kirche und Kunst, ist ganz, ganz knapp eigentlich aufgerollt und das ist wahnsinnig gut gezeigt. Also es könnte ja sein, dass gerade die Skepsis gegenüber Kunst aus der Kirche raus oder eben so Zurückhaltung in der Kunst, dass die schon geschichtlich bedingt oder begründet ist. Und da gibt es natürlich eben eine lange Geschichte und ich könnte mir eben gut vorstellen, dass die bei gewissen christlich sozialisierten Menschen noch in den Knochen steckt und ein bisschen abgeschüttelt werden darf. Das ist ja immer gut zu wissen darum, oder? Genau. Also sich einfach einmal damit beschäftigt zu haben, woher denn unbewusste Denke kommt. Genau. Und das fand ich schon augenöffnend. So, was sagt er denn dazu? Ja, ganz, ganz schnell. Oder grundsätzlich Kunst in der Christenheit zunächst zurückhaltend gehandhabt, weil du sollst ja kein Bildnis machen über Gott. Also immer vorsichtig sein, wie du dich kreativ betätigst. Natürlich wurde gekritzelt und hingetaggt, oder mit den Fischchen und so weiter in den ersten Katakomben. Genau, dieses Beispiel. So. Ja. Und dann aber eigentlich, als dann eigentlich durch die Römer das Christentum vorherrschend wurde auf der ganzen Welt, ist man da ein bisschen entspannter geworden, weil man gesagt hat, ja, man muss doch auch das ganze Christentum irgendwie ein bisschen promoten. Dann wurde das Christentum eigentlich zur Förderin von Kunst. Zunächst über die Ikonen, die für Kaiser gemacht wurde, hat man dann erlaubt, ja, Ikonen darf man auch von Heiligen machen, weil die Christen wurden in der ersten Zeit auch immer ein bisschen belächelt. Also was ist denn das für eine armselige Religion, die nicht mal ein Bildnis hat von ihrem Gott? So, hahaha. Dann hat man das ein bisschen abgeschwächt, eben dadurch, dass das Christentum vorherrschend wurde und hat gesagt, man darf Bilder machen und so weiter und so fort. Und es stand aber immer unter einer Prämisse. Man musste natürlich religiöse Motive zeichnen. Nur dann war es eben gut. Und die Reformation eigentlich hat das aufgelöst. Also ich erinnere daran, der Luther hat gesagt, auch du kannst wahnsinnig gut Straßen kehren und das ist dein Lob. Oder du kannst jetzt eigentlich Gott Ehre geben, indem du deinen Job, dein Putzen, dein Essen wahnsinnig bewusst und schön machst. So. Und das hat natürlich dann die Kunst auch von den christlichen Künstlern gelöst. Also wenn der Straßenkehrer das auch zur Ehre Gottes machen kann, das Straßenkehren, dann ist eigentlich alles, was auch ein Künstler macht, auch zur Ehre Gottes. Das heißt, Alltägliches darf jetzt plötzlich gezeigt darf werden. Darf ich auch einen Hund zeichnen und nicht mehr nur der Jesus am Kreuz? Genau. Und dann war aber in der Folge dann eigentlich bis in die Neuzeit die große Frage noch nicht aufgelöst. Ja, aber ist denn Kunst nicht auch zu einem gewissen Teil gefährlich? Stichwort eben, deshalb habe ich das Zitat ausgewählt, Fiktion böse, weil es ist ja eine Lüge. Ja, und der Luther hat ja die ganze Bilderwelt auch wieder verbannt. Genau. Also der hat ja nicht nur jetzt geholfen, das Dualistische mal in den Hintergrund zu stellen, sondern da war ja schon auch noch was. Genau, und kleiner Spoiler für diejenigen, die auch dieser Meinung sind, eben vielleicht mal drüber nachdenken, dass zum Beispiel die Geschichte vom verlorenen Sohn fiktional ist, dass es den nicht wirklich gegeben hat.
Just saying, lasse ich es einfach mal so stehen. Oder eben auch die Geschichte eigentlich mit dem Schauspiel, mit dem Theater. Theater war ganz lange verpönt bei den Christen. Um die Zeit von Shakespeare zum Beispiel. Weil die Christen dann immer gesagt haben, du darfst nicht einem Schauspieler zuhören, weil der sagt nicht die Wahrheit. Der tischt dir eine Lüge auf, oder? Mhm. Und wenn man das jetzt so zusammenrechnet, ein paar tausend Jahre eigentlich Kunstskepsis und Angst auch vor Fiktion und vor Lügen, was ist jetzt wahr, was nicht, könnte natürlich schon dazu führen, das sagt auch Steve Turner und ich stimme ihm da eigentlich zu, dass das eben bei gewissen Kirchen immer noch ein bisschen mitschwingt. So, sei vorsichtig gegenüber Kunst, weil da stimmt nicht alles, das ist nicht alles wahr. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, oder? Ich finde es unbegründet, aber es begegnet uns eigentlich bis zum heutigen Tag immer wieder, oder? Immer wieder. Also was ich einerseits feststelle, ist, dass das auch sehr stark davon abhängt, aus welcher kirchlichen Tradition das wir kommen, oder? Also das sehe ich schon zum Beispiel bei den Katholiken natürlich viel, viel mehr Sinnliches. Also in ihren Formen, auch in ihren Räumen ist natürlich sehr viel mehr Bildhaftes, Sinnliches, Farbiges, Formenhaftes als jetzt in irgendeinem sehr reformierten evangelischen Kontext. Absolut. Oder so. Also da stelle ich Unterschiede natürlich fest aus unserer Prägung. Und was mir noch in den Sinn gekommen ist, das würde ich auch unterstützen. Also natürlich sage ich, wir würden es gerne abhaken und sagen, verstanden, können wir bitte weitergehen. Die Realität sagt uns ja dann doch halt noch zu oft, so würde ich es formulieren, etwas anderes, indem wir einfach ganz viele, viele Künstlerinnen und Künstler um uns herum haben. Oder jetzt ganz konkret, ich meine, das war vor 2-3 Wochen, oder? Mhm. Das letzte Mal, eine Frage von einem Songwriter oder ein Anliegen, er ist ja mehr so ein Leiden, hey, kann ich, darf ich endlich über das ganze Leben schreiben? Ja. Und dann merke ich ja in diesen Momenten, ja, darfst du. Und das beelendet mich, dass wir das immer noch sagen müssen, einander zusprechen. Geht ja nicht darum, wir müssen irgendjemandem Legitimation geben, überhaupt nicht. Aber dass wir überhaupt im Austausch, in den Diskussionen, das einander immer noch zusprechen müssen. Absolut. Und das ist immer noch die erste Frage, darf ich das? Und dann sagen wir, ja, natürlich darfst du. Und dann kommt die Frage, ja, wo darf ich das dann bringen? Ja. Da geht es ja dann noch weiter. Ja. Weil dann heißt es, ja, du darfst, dann mach einfach dein Pop-Ding, aber dann nicht in dem Gottesdienst oder nicht in der Kirche drin. Wo findet dann was statt? Genau, wo findest du dann statt? Also wo findest du deine Hörerschaft? Ja. Ist das dann eigentlich nur auf Spotify? Oder dürftest du eigentlich eben vielleicht einmal einfach einen Beitrag aus deinem Leben zum Beispiel als Konzertantensong in einem Gottesdienst vortragen? Unbedingt. Und aber auch umgekehrt. Also das finde ich schon noch immer noch zu oft, dass jemand, der sich dann entscheidet, ich mache jetzt Pop und ich finde mal für den Moment irgendwo da draußen statt und nicht mehr im kirchlichen Kontext, dass da auch ganz viel Skepsis noch da ist. Also den wird dann noch zu häufig, finde ich, werden falsche Motive zugeordnet. Mhm. Oder dann kommt immer die Stolzkeule. Oder warum jetzt genau entscheidest du dich, da draußen stattzufinden oder diesen Weg zu gehen? Also und das hört man noch ausgesprochen. Also da kenne ich noch zu viele, zum Beispiel Musikerinnen, die verunsichert sind, aber nicht nur aus dem eigenen, aus dem Inneren heraus, sondern weil ihnen diese Fragen gestellt werden. Genau. Noch heute. Und das ist ja dann doch ein Hinweis dafür, dass es eben solche Bücher, die vor wie vielen Jahren geschrieben sind? Ja, eben jetzt auch schon wieder vor 20 Jahren, mehr als 20 Jahren. Immer noch teilweise braucht. Genau. Ein bisschen alte Schule eigentlich jetzt für uns und dennoch eben, es hat so Aspekte, die vielleicht einfach mal gut sind. Ist gut, wenn man es gelesen hat, oder? Und auch weiß. Und wir halten fest, einige kirchliche Gemeinschaften machen das schon ganz entspannt, aber es gibt bis zum heutigen Tag eigentlich wirklich noch Orte, wo gegenüber Kunst sehr skeptisch reagiert wird, aus der Kirche raus und umgekehrt aber natürlich auch. Mhm. So ein bisschen, so ein bisschen. Es ist mir ein schweizerdeutscher Ausdruck reingerutscht. Nicht so schlimm. Dass natürlich von Leuten, die sagen, so, ich mache jetzt Pop, auch ganz, ganz große Skepsis gegenüber der Kirche geäußert wird. Also und da könnten ja schon eben so Leute wie Steve Turner und auch viele Leute, die da verbindend agieren, könnten dazu beitragen, dass das einfach für alle klar wird. Wir sollten eigentlich alle Themen zwischen Himmel und Erde besingen, vermalen, beschreiben und den Leuten zugänglich zu machen. Das wäre eigentlich schön, oder?
Ja. Das tun wir eigentlich noch viel zu wenig. Mhm. Diese alle Themen benennen, finde ich, was du jetzt sehr schön gesagt hast. Der Turner bringt ja da diesen Philippa 4.8. Ich bringe den noch ganz kurz. Darin sieht er ja, wenn ich ihn richtig verstehe, so ein Übel, weshalb wir eben noch viel zu wenig alle Themen benennen und beschreiben. Da ist ja diese Stelle, orientiert euch an dem, was wahrhaftig gut und gerecht, was anständig, liebenswert und schön ist. Wo immer ihr etwas Gutes entdeckt, das Lob verdient, darüber denkt nach. Das fand ich spannend, dass er eigentlich ja sagt, der Turner im Buch, wir übersetzen das, also wir christliche Menschen, die dann kreativ tätig sind, übersetzen das ja ganz oft sehr, sehr einseitig. Also wir hören das und nehmen das dann als Ausgangslage, dass wir jetzt nur die schönen Dinge zeigen. Also dass das, was unser künstlerischer Output ist, eigentlich dann die Kätzchen und Wasserfälle und Regenbogen und Lämmchen und Löwen sind. Bridget! Oder irgendwie die Filme über ein harmonisches Familienleben. Mhm. Ja, es gibt ganze Plattformen. Gibt's nicht. Es gibt ganze Plattformen, gibt's Jonathan, nicht. Die ich weiß natürlich, nur dass es die ich guten, weiß natürlich, dass es die schönen. Gibt. Sollen wir droppen? Hm. Kommen wir beziehen Stellung. Ja, ist schon so. Also es gibt ja Yesflix zum Beispiel. Jonathan, heute Abend nicht Netflix, sondern Yesflix. Weil da ist eben alles gerechte, liebenswerte, anständige und gute und schöne abgebildet. Also wir. Also wenn das, oder das wäre natürlich, wenn das christliche Kunst ist, dann möchte ich nicht dazu gehören, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich, da hole ich mir auch gerne ein paar böse Feedbacks. Hoffentlich kommen die, weil das ist wirklich, eben wenn ich das dann vergleiche, Storytelling auf Yesflix mit Storytelling, was ich sonst wo auch immer finde, dann muss ich wirklich sagen, nee, das ist der Grund, weshalb ich sage, für mich gibt es nicht christliche Kunst. Es gibt schlechte Kunst und leider wird die oft auch von Christen und Christinnen gemacht. Leider. Leider. Also das unbedingt. Also oder Father Storytelling ist einfach Father Storytelling, egal ob es jetzt von einem Christen kommt. Das gibt es ja auf beiden Seiten. Natürlich gibt es das auch an anderen Orten, aber eben da gibt es einfach nicht, es gibt nicht einfach das per se Gute. Also ich finde das einen unglaublich schönen Abschluss eigentlich von dem, was Sie sagen wollten. Ich habe mich eigentlich jetzt gerade verhaspelt. Ich habe gesagt, es gibt nicht per se das Gute. Doch, das glaube ich eben. Es gibt schon das Gute. Es gibt, also er sagt ja, ihr übersetzt das nur falsch, diesen Vers, aber es gäbe ja auch noch eine viel spannendere Betrachtungsweise oder Übersetzung von diesem Vers. Absolut. Und der wäre ja alle Themen zwischen Himmel und Erde stattfinden lassen. Ja, das Gute, Gerechte anschauen und widerspiegeln, heißt aber nicht, dass in meinem künstlerischen Output nur die Wasserfälle und die Kätzchen und die Vögel sind, sondern dass ich alles benenne, beispielsweise eine himmelschreiende Ungerechtigkeit abbilde. Und das ist dann manchmal nicht schön, hässlich. Oder? Das ist manchmal hässlich, tut weh, oder? Genau. Kritisiert das, uns. Das ist ja dann hässlich. Ja. Also das ist nicht einfach liebenswert und schön, sich das anzusehen. Aber dahinter steckt ja, ich will Gutes, Gerechtes, Wahrhaftiges abbilden oder meine Intention, was ich dahinter, an was ich mich orientiere, ist das. Und das ist ein Unterschied. Kommt halt wirklich, in der Kunst kommt das halt vor, oder? Oft, oder weil da auch ein Aktivismus daherkommt. Aktivistinnen, Aktivisten haben es natürlich manchmal in der christlichen Lebenswelt nicht ganz so einfach. Eben weil die Tonart dann, die Tonalität ein bisschen harsch sein kann. Aber das steht da auch, oder? Mhm. In der Stelle, die du vorgelesen hast. Gerecht. Mhm. Sich für das Gute einsetzen. Mhm. Und das ist nicht immer es geht nicht so gut mit Kätzchengesichtern. Sondern manchmal muss man die hässlichen Fratzen eigentlich zeigen, von dem, was wir als Menschen so produzieren, oder? Unbedingt. Oder eben sowohl als auch. Sowohl als auch, wie immer im Leben. Also wir möchten da gibt es ja auch ganz viele Literatur jetzt in diesem Bereich, die in den letzten Jahren auch entstanden ist, in dem Guten auf der Spur sein und weniger wegkommen, also oder ein bisschen mehr wegkommen eigentlich vom moralischen Denken hin zu ethischem Denken. Also was sind die Grundsätze, die dahinter liegen? Das ist nicht jetzt per se ein Kunstding, sondern da gibt es ja auch wirklich ganz viele Menschen, gerade in der christlichen Lebenswelt, die sich darüber Gedanken machen. Und das unterstützen wir eigentlich, oder?
Ja. Mehr Ethik, weniger Moral, also weniger einfach nur in Regeln denken, sondern in Prinzipien, in Standards, die uns eigentlich helfen, mit dem Guten unterwegs zu sein. Oder das könnte nämlich ein Beitrag sein, dass unsere christliche Herkunft, christliche Perspektive, was Gutes bewirkt zusammen in der Welt, nämlich mit all dem anderen, was sonst noch an Gutem passiert, wenn wir darauf hinweisen können, dann könnte das eigentlich wirklich ein Beitrag sein von Christinnen und Christen. Ein spannender auch. Ja, sehr gut gesagt. Künstlerischer, das wäre schön. Wir versuchen jeweils die Folgen ganz nicht hinaus zu, den Schluss nicht hinauszuzögern, genau, müsste sagen. Genau, locker zu beenden. Tschüss. Tschüss.